Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Marco, 2:0 hier in Sandhausen, Freitagabend, das habt ihr euch ein bisschen anders vorgestellt. Haben die beiden Tore in den ersten 15 Minuten so ein bisschen das Spiel entschieden heute? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben in der ersten Viertelstunde hat uns Sandhausen den Schneid abgekauft mit sehr, sehr aggressiv auf die zweiten Bälle gegangen, haben unsere Fehler eiskalt ausgenutzt und ja, wenn du dann 2:0 hinlegst, ich sag mal, wir hatten im Ansatz auch zwei gute torgefährliche Aktionen, so machen die Dinger nicht. Ja, dann ist es natürlich schwer, in dem Spiel noch was zu reißen. Wir hatten zweite Halbzeit dann noch die guten Chancen, um vielleicht einen Unentschieden zu holen, aber wenn du die nicht machst, dann läufst du umsonst dann. Wir hatten eigentlich auch zwei ganz gute Möglichkeiten, der Stefan und mich. Ja, das ist halt der Unterschied, dass die Sandhausen heute die Tore gemacht haben, wir nicht. Und nachher ja, hätten wir auch nochmal nachlegen können. Ich glaube, wenn wir in der Situation, wo Erik vorm Tor ist und Haupe den Nachschuss hat, wenn wir da nochmal das 2:1, man kann es nochmal eng werden, aber so ja, ist uns das leider nicht mehr gelungen. Ja, absolut. Erstmal haben wir uns das ganz anders vorgestellt. Wir wussten, dass es eine verdammt schwierige Aufgabe wird. Aber ja, so ins Spiel reinzugehen, ist natürlich eine Katastrophe. Und wenn du zweimal gegen Sandhausen 2:0 zurückliegst, dann weißt du, wie verdammt schwierig es wird. Ich würde sagen, das ist zweite Liga. Wir sind angekommen. Wir müssen schauen, dass wir vielleicht gegen solche Mannschaften wie Sandhausen, wo wir wissen, dass sie einfach tief stehen, dass wir einfach anders an das Spiel rangehen. Die haben genau das gemacht, was sie sich vorgenommen haben, nämlich hinten zu stehen, auf unsere Fehler im Mittelfeld zu warten und dann nach vorne zu spielen. Genauso wie das beim 2:0. Wir verlieren den Ball außen in der Mittellinie und dann geht die Post ab. Das ist genau das, was sie gewollt haben. Die haben nicht von hinten rausgespielt. Die haben wahrscheinlich 200 weniger Pässe als wir. Die haben wahrscheinlich 20% weniger Ballbesitz, aber das bringt uns alles nichts. Wenn wir immer mehr Ballbesitz haben, wenn wir immer mehr Pässe spielen, hin und her, im Endeffekt zählt das Ergebnis. Und das ist das, was Sandhausen heute richtig gemacht haben. Wir sind absolut besser in die Zweikämpfe gegangen. Das war die Härte von der zweiten Liga. Man sieht den an, dass sie schon länger spielen. Man muss sagen, ganz klar verdienter Sieger Sandhausen. Von außen sah es aus, nach dem ersten Gegentor war die Verunsicherung in der ganzen Mannschaft irgendwie sehr, sehr groß. Kannst du das bestätigen? Naja, wir haben auf jeden Fall in der ersten Halbzeit viele Fehler gemacht. Das war, ob das an dem Tor lag oder woran auch immer. Die Sandhauser waren immer im Zweikampf aggressiv und wir haben uns nicht gewehrt. Ich glaube nicht, dass wir verunsichert sind. Ich glaube einfach heute, dass wir versucht haben, auch wie die letzten Wochen unser Spiel zu machen. Und Sandhauser hat uns gut gestört und hat die Fehler, die wir gemacht haben, gut ausgenutzt. Und ja, so ist es dann heute gewesen. Verunsichert, ich kann das Wort nicht mehr hören. Es geht immer um die Abwehr, es geht immer um die Arbeit. Die Arbeit fängt schon vorne an. Wenn ihr denkt, dass ihr immer vorne einfach, die Außenverteidiger sind ganz hoch, die Achter sind vorne und dann verlieren die Bälle und dann sind wir immer, wir Innenverteidiger hinten immer und dann heißt es immer, ja, hinten die Abwehr, hinten die Abwehr, hinten die Abwehr. Ich kann das nicht mehr hören. Wir müssen versuchen, einfach erstmal in unsere Zweikämpfe zu kommen. Wir müssen vielleicht auch mal hinten einfach in der Mittellinie stehen und versuchen zu schauen, was der Gegner macht. Mal gucken, was dann der Gegner macht. Weil jeder Gegner macht genau das Gleiche. Die warten darauf, dass wir die Fehler machen und dann geht die Post ab. Gefühlt heute kein Auswärtsspiel gewesen, wieder unheimlich viele Fans mit gewesen. Natürlich sehr enttäuschend, dass die heute mit 0 Punkten nach Hause fahren. Ja, das ist halt traurig. Die Leute kommen hierher, Haufen Kilometer. Ich sag mal, wir haben uns zweite Halbzeit echt den Arsch aufgerissen, um noch versucht, was gut zu machen. Aber wenn es die erste Halbzeit selber einreißt, dann ist es natürlich wahnsinnig schwer. Und das tut mir leid für die Leute, die hier waren. Niklas Daupland heute mit dem Startelfdebüt. Wie hast du seine Leistung heute gesehen bis zur Auswechslung? Ja, Hauptmann hatte viele Aktionen, er hat viel versucht. Dem Jungen kann man auf keinen Fall einen Vorwurf machen. Das ist der, den ich ein bisschen rausnehmen würde aus dieser Kritik, weil es war sein erstes Spiel von Anfang an. Er war sehr mutig, hat es probiert, aber ich sag mal, wir haben ihn auch ein bisschen im Stich gelassen. Danke dir.